Wir sind auf dem Pax Terra Musica Festival und veranstalten jetzt gleich das weltweit zweite Speech Warbling. Genau. Und eine Sache, ihr werdet uns kennenlernen. 5 Minuten. Laugh for Wait bitte ans Ende. Voll demokratisch hier. So, ne, dass jeder immer one-on-one hier. Wir machen hier keine Dreier, sondern heute ist one-on-one. Okay, ich glaube, es kann auch losgehen. 5 Minuten schwurbeln, was das Zeug hält, und dann kommt das Signal, ja? Also viel Spaß und bitteschön. Wir sind hier die einfach miteinander quatschen, schwurbeln, was das Zeug hält über. Ihr könnt euch vorstellen. Macht das zu Hause auch, wenn es ist super gut, weil dadurch tauscht man sich auf. Und ihr seht, es macht Spaß und hält fit. Die haben dann am Ende 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 Leute kennengelernt. Ja, jeder von uns kennt das doch eigentlich, so ein bisschen diese Einsamkeit in den letzten 4 Jahren und so weiter. Die freuen sich alle unheimlich, neue Leute kennenzulernen. 3, 2, 1. Okay, diese Bank geht bitte einen Platz weiter. Wir haben hier den 4. Tisch jetzt angebaut. Es kommen immer weitere Schwurbler dazu. Wir haben jetzt, glaube ich, 10 Pärchen mindestens oder 11. Aber geiles Ende. Geiles Ende. Ja. Leider schon wieder vorbei. Bitte einmal ans andere Ende. Wir sind jetzt am Samstag hier und wir haben heute ganz viel Konkurrenzprogramm, deswegen ist die Runde heute ein bisschen kleiner geworden. Aber egal, wir machen es trotzdem. Wir sind wie viele, 1, 2, 3, 6 Pärchen im Moment, aber vielleicht kommen ja auch noch ein paar dazu. War ja gestern auch genauso, haben wir auch erst klein angefangen und dann plötzlich wurden es 24. Hast du die Leitung entdeckt? Du hast mir gerade gesagt, kommst auf mich zu, du hast deine Freundin bei Schwurbeltreff kennengelernt. Das ist vollkommen richtig. Ich mag deine Initiative, ich mag das ganze Projekt. Und hier habt ihr nochmal schwurbeltreff.de, die Plattform für MNA-freie Freidenkende. Extrem coole Leute und ich freue mich, Michael, dass du das alles hier rockst. Wow. Captain Future rockt und ich mag es, dass er hier das Ganze aufrechterhält. Wir haben schon ein Interview gemacht mit Rhein-Main-Gedanken, du bist ein extrem cooler Typ. Und alle Leute, die auf schwurbeltreff.de sind, sind natürlich extrem cool.